was Sie angekündigt haben, aufzugreifen und zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Denn es geht natürlich auch immer darum, dass wir nicht nur Recht haben wollen, sondern zum Schluss auch dieses Recht durchsetzen wollen. Also nicht nur bekommen wollen, sondern wir wollen es durchsetzen und wir wollen dieses Recht auch in Tat umsetzen. Und nur eine ganz kurze Anmerkung zu den Jobcentern. Wenn Sie jetzt die Reform der Jobcenter machen, dann habe ich Ihnen ganz genau zugehört, wie Sie gesagt haben, und am besten wäre, wir machen alle 14 Jahre, gucken wir mal, wie war denn die Vermittlungstätigkeit, wie erfolgreich waren die denn, was ist denn da passiert und ähnliches mehr. Ich erinnere mich daran, nicht weil es nicht eine alte Zeit war, aber weil die Regelung angerufen war, dass wir vor Ort auch früher Verwaltungsdienste hatten, die Arbeit dieser Arbeitnehmerämter mit überprüft haben, mit begleitet haben, dafür gesorgt haben, dass man das macht, was man neuerdings evaluieren nennt, nämlich geguckt, ob die anständig arbeiten und wenn nicht, dann hat man gesagt, das müssen auch nachgearbeitet werden. Und um einfach diese Arbeit zu unterstützen, und wenn Sie jetzt anfangen und sagen, naja, wir richten jetzt wieder Ausschüsse ein oder wie man das immer nennt, Kammern drin sind, die Gewerkschaften drin sind, man guckt, wie erfolgreich die arbeiten, dann wäre das gut für eine Form von neuer Selbstverwaltung in diesen Gremien auch vor Ort, weil es dort wirklich entschieden wird, ob die Menschen arbeiten bekommen oder nicht. Und dann wäre auch das gut insgesamt für die Fortentwicklung dieses Systems. Die sind ja gerade im Gesetzgebungsverfahren, vielleicht kann man da noch einiges draus machen. So, in diesem Sinne ein letztes Wort und dann würde ich jetzt auch wirklich den Kongress nicht übergemäß zeitlich beanspruchen, um Ihnen nochmal in Ihrem Haus nochmal deutlich auf zum Nachdenken zu gehen in Sachen Regulierung der Leiharbeit. Darf ich Ihnen ein Gutachten überreichen mit dem schönen Titel Welche Änderungen des Gesetzes erfordert die Umsetzung der EU-Richtlinie Leiharbeit mit dem Schwerpunkt Gleichbehandlungsgrundsatz und Abweichungen gemäß Artikel 5 der EU-Richtlinie? Fragezeichen. Und dieses Gutachten ist erstattet worden. Ich kann Ihnen natürlich das überreichen. Für die Kolleginnen und Kollegen, die es auflesen wollen, ist es dann in einer Stunde, weil wir anständige Menschen sind, kriegen das zuerst. Dann in einer Stunde steht es dann auch im Internet, auf der Internetseite des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Herzlichen Dank für Ihre